Hallo Freunde, eigentlich geht die Sendung ja mit dem Vorspann los, aber diesmal kam noch eine positive Nachricht rein, die wir gerne noch in die Sendung mit reinnehmen möchten, obwohl die Sendung eigentlich schon im Kasten ist. Also melde ich mich jetzt nochmal. Es geht um diese Feuerwehrfahrzeuge, die ihr im Hintergrund seht. Die positive Nachricht will nicht ich verkünden, sondern wir haben eine Videobotschaft bekommen aus Kiew von, ihr werdet ihn kennen, Vitali Klitschko. Ich sage mal, ich rede nicht viel, ich lasse ihn zu Wort kommen und danach steigen wir ein in die Sendung. Lieber Christian, lieber Tobias, liebe Adra Deutschland, vielen herzlichen Dank für Ihre Hilfe, für eure moderne, die modernste Feuerlöschfahrzeuge. Wir schätzen das sehr, eure Hilfe, und herzlich möchten wir bedanken für eure Unterstützung. Sehr wichtig für Sicherheit in unserer Burgia, in unserer Stadt. Liebe herzlichen Dank, und hoffentlich bald Ende des Krieges, nach dem Krieg, immer herzlich willkommen zu unserer schönen Heimatstadt Kiew. Dankeschön noch einmal, liebe Grüße. Hallo, herzlich willkommen zur Adra Aktuell-Ausgabe im August. Die letzte Ausgabe vor unserer kurzen Sommerpause. Im September sind wir dann nicht dabei. Und wir wollen im August nochmal die Gelegenheit nutzen, mit Dumira Kiminetz zu reden. Dumira, hallo, herzlich willkommen. Hallo, danke. Dumira arbeitet in dem Bereich Nothilfe Ukraine. Was genau wird sie uns gleich selbst erzählen? Und bevor wir loslegen, an euch die Bitte, das Video einmal zu teilen, damit auch Leute in eurer Timeline mitbekommen, was wir hier bei Adra machen. Und uns vielleicht sogar unterstützen können. Vielen Dank. Im August wird der Krieg in der Ukraine 6 Monate andauern. Für uns Grund, mal zu schauen, was ist bis jetzt passiert, wie geht es den Menschen, und vielleicht können wir auch einen kleinen Ausblick in die Zukunft wagen. Dumira, du bist seit dem Ausbruch des Krieges zu uns gekommen und jetzt bei uns hilfst du mit, den Leuten, die aus der Ukraine fliehen, zu helfen. Bevor wir darauf kommen, erstmal zu dir persönlich. Du bist aus Kiew und aus Kiew auch. Geht es deinen Verwandten und Freunden in der Ukraine den Umständen entsprechend denn eigentlich gut? Genau. Ich bin schon hier seit 5 Monaten und ja, meine Familie ist, es gibt da ein paar Leute aus meiner Familie, ist noch in Ukraine. Die dürfen nicht das Land verlassen und die machen weiter, die Volontäre Sachen, die volontieren viel, und Gott sei Dank, es geht ganz gut, aber es ist nicht einfach. Das glaube ich, ja. Kannst du uns so ein bisschen beschreiben, wie die Stimmung im Land ist unter den Eindrücken, die du bekommst? Zurzeit, es ist immer noch nicht so einfach, denn es ist immer noch, gibt es keine ruhigen Gebiete, egal ob das nicht so weit weg von der rumänischen Grenze, wo normalerweise Leute bleiben da und eine Unterkunft bekommen. Und meistens die leben, so man kann so sagen, in dieser Koffer, so dass egal was passiert, dann die sind da bereit, irgendwo wegzufahren. Aber gleichzeitig, die sind bereit, weiterzuleben und die neue Kapitel in ihres Leben anfangen und das Land wieder aufbauen. So, es ist die gemischte Gefühle. So, man wartet, bis dieser letzte Tag kommt, wenn man hört, dieser letzte Satz, Krieg ist vorbei. Und es ist die Hauptsache, wichtige, ganz wichtige Sache. Ja. Da gehen auch unsere Gebete und unsere Gedanken hin, damit es dann irgendwann soweit ist. Neben den Menschen, die wir versuchen, in der Ukraine zu unterstützen, mit unseren Partnern vor Ort, die Leute, die zu uns gekommen sind, da habe ich verschiedene Wellen der Fluchtbewegung erlebt, als es losging, ganz überwiegend. Und jetzt, wie empfindest du denn die Stimmung bei den Leuten, die aus dem Land fliehen mussten? Es gibt viele Leute, die haben durch Adra und der Gemeinde Unterkunft bekommen, und ich bleibe immer noch mit den Leuten in Kontakt. Und es gibt auch so gemischte Gefühle. Auf einer Seite, die sind bereit, hier 1-2 Jahre zu bleiben
und was Neues zu lernen und bis alles wird ruhig. Und auf die andere Seite, die sind auch so mit dieser Koffer ist Leben, wie man das richtig sagt, die warten auf diesen Zeitpunkt, wenn die nach Hause fahren dürfen und können. Weil die vermissen, jeder Mensch hat Familie da und jeder will nach Hause fahren. Und die warten auf diesen bestimmten Zeitpunkt, wenn sie das dürfen und können. Und egal, ob das eine Erwachsene oder ein Kind. Kinder besonders wollen nach Hause fahren. Ja, und das kann ich mir vorstellen. Und das Bild der gepackten Koffern ist insofern ja ganz gut. Entweder in der Ukraine selbst, weil man wieder Raketenbeschuss oder den Feind erwartet. Und hier vor Ort die gepackten Koffer, weil man will zurück. Du hast das Stichwort Wiederaufbau genannt. Ja. Und naja, machen wir uns mal nichts vor, dafür braucht es halt vor allem erstmal Frieden, die Waffen müssen schweigen, es muss ein Abzug der feindlichen Truppen, damit dann dieser Wiederaufbau wieder vorangehen kann. Es ist ja wahnsinnig viel zu tun und ich glaube, ich spreche da für uns beide und für Adra, wenn dieser Zeitpunkt gekommen ist, dass der Wiederaufbau losgeht, dann stehen wir auch bereit, vor Ort zu helfen beim Wiederaufbau. Ja. Wir haben das schon in der entlang der Kontaktlinie im Osten der Ukraine gemacht, 2014 bis 2019 oder 20 und das Ganze muss wieder anrollen, damit die Menschen eine Perspektive haben, damit sie ein glückliches Leben in ihrer Heimat führen können und auch selbst Verantwortung für ihr eigenes Leben übernehmen können und nicht von außen gesteuert zu werden. Die schlimmste Sache ist, besonders bei allen Flüchtlingen, egal ob das bei mir ist, genauso, jeder hat Freunde, jeder hat Familie und egal ob das hast du einen guten Job oder bist du in einem bestimmten safest Ort, aber du bist in den Gedanken da. Du kannst nicht weiter dein Leben einfach so führen, dass es wie nichts passiert. Du bist trotzdem jede Minute, egal ob das Shopping oder egal ob du was machst beim Arbeit, du kannst das Leben nicht genießen. Du kannst das Leben nicht weiterführen und dann du bist immer mit diesen gemischten Gefühlen, du bist immer dabei, wie deine Freunde, deine Familie da in Ukraine weitergeht. Wenn du jeden Tag die schlimmste Geschichte noch hörst und dann jeden Tag noch eine Rakete kommt und die Kinder umbringt und andere Leute, das ist, man kann nicht aufhören mit diesen Gedanken, einfach dein Leben auf zwei verschiedene Länder da weiterzuleben. So. Damit das aufhört, ist unser größter Wunsch Frieden auf der ganzen Welt und natürlich gerade in dem Konflikt in der Ukraine umso mehr. Danke, Dumira, dass du heute hier warst und danke auch euch, dass ihr uns weiter unterstützt bei den Projekten in der Ukraine. Und wir haben nochmal hier die Seite verlinkt, wo wir über die Nothilfe in der Ukraine sprechen. Und wir haben noch deinen Auftritt bei Hope TV verlinkt. Du warst im April bei Hope TV und hast auch nochmal über deine eigene Geschichte erzählt, aber auch über die Nothilfe, die wir hier bei ATRA leisten. Und stellvertretend für alle hier im Haus und auch für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer sage ich dir vielen Dank, dass du das alles mit uns machst und dass du an unserer Seite bist und dass wir das jetzt zusammenstellen können. Das ganz toll, dich hier zu haben. Vielen Dank. Dankeschön. Ich will auch so Danke sagen für die ganze Ukraine und von ganzem Herzen von jeder Flüchtlinge. Die sind sehr dankbar für die Möglichkeiten, die in Deutschland bekommen haben und alles, was da passiert in einer kurzen Zeit mit neuen Gesetzen. Es ist nicht einfach, aber die sind sehr glücklich und dankbar, dass Deutschland hat einfach unterstützt und ihr Home House Tür aufgemacht und mit Liebe zu uns ihre Liebe zu uns da gezeigt. Dankeschön. Danke dir. Neben dem Krieg in der Ukraine beschäftigt uns auch vermehrt die Hungerkatastrophe, die als Folge des Kriegs in der Ukraine auf der ganzen Welt
ausgebrochen ist. Wir schauen da jetzt mal in Richtung Ostafrika und sehen zum Beispiel, dass in Somalia, in Kenia, in Äthiopien die Situation wirklich dramatische Ausmaß annimmt. Während hier die Lebensmittel teurer werden und das für uns, uns vor wirtschaftliche Hürden stellt, wird die Lebensmittel, die teurer werden, in armen Regionen auf der Welt, bringt es die Leute in Verzweiflung und die haben nicht die Möglichkeit, sich zu ernähren und das bedeutet manchmal auch den sicheren Tod. Deswegen ist unsere Programmabteilung gerade dabei, neue kurzfristige Hilfsprogramme aufzusetzen, damit wir die größte Not lindern können. Da werde ich euch beim nächsten Mal hier mehr darüber erzählen können. Aber ihr könnt schon mal eure Fragen, eure Anregungen, eure Kritik hier in die Kommentare schreiben, die wir dann auch mitnehmen können, entweder beim nächsten Mal darüber sprechen können oder zwischendurch schon mal beantworten können. Das ist für euch eure Möglichkeit, auch an uns Fragen zu stellen, in welche Richtung wir da helfen können. Die Programme werden jetzt gestrickt. Es geht dann nicht um langfristige Hilfe, sondern da geht es eigentlich um Überlebenshilfe, sogenannte Katastrophenhilfe. Und wir planen da Lebensmittel hinzubringen, damit wir die größte Not im Moment lindern können. Was langfristig hilft, ist Entwicklungszusammenarbeit. Das sind Programme, wie wir sie beispielsweise in Mali haben, wie wir sie in Laos haben oder auch auf Madagaskar, die besagen, wir stellen die Landwirtschaft um, klimagerecht, die Ressourcen angemessen, das heißt Pflanzen, die wenig Wasser brauchen. Denn neben dem Krieg in der Ukraine ist es eine jahrelange Dürre, die den Kontinent in Atem hält und beziehungsweise die Leute vor immenses Leid stellt. Da reden wir beim nächsten Mal mehr drüber. Schreibt uns hier in die Kommentare, was ihr wissen möchtet. Und wir wünschen euch einen ganz tollen Sommer. Bei all dem, was Bedrückendes auf der Welt passiert, wünschen wir euch, dass ihr trotzdem eine schöne Zeit im Kreise eurer Liebsten und Lieben habt und sagen herzlichen Dank und bis bald. Ciao, ciao.